29.08. Wir sind mittendrin im Umzug. Es bilden sich immer mehr, es sind viele kleine diesmal. Und deswegen ist auch richtig gut. Die Polizei hat es relativ schwer, sind 3, 4 kleine Züge unterwegs und man kann es dann relativ schwer zerschlagen oder man muss sich wirklich gut positionieren. Fliegt auch unter Hubschrauber oben drüber. Ich denke, die wissen ganz genau, wo wir sind. Und wenn man jetzt so anschaut, es werden immer mehr. Das heißt, die finden sich. Es wird dann immer gesagt, auf welchem Platz wir gerade sind, wo die nächste U-Bahn-Station ist. Und es strömen immer mehr dazu. Also wir waren diesmal ganz klar dabei, als es ganz, ganz wenige waren. Jetzt werden es immer mehr. Man sieht auch, hier ist auch wieder die Polizei. Gehen wir mal ganz kurz auf die Seite. Schauen wir mal, dass wir das alles nochmal drauf haben. Wollen wir da ja auch nichts behindern. Und bis jetzt sieht alles noch gut aus. Wetter hält noch, es regnet gerade nicht. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Guten Abend, grüß Berlin. Das ist schön. Merkel in den Knast, Spahn in den Knast. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Schöne Bilder aus Berlin. Ist alles immer noch friedlich. Hoffentlich bleibt es auch so. Das macht Lust auf mehr. Hier zu sehen, wie sind deine Eindrücke bis jetzt? Also ich muss sagen, was ich beobachte, ist ein Selbstständiger. Ich will aber nicht sagen, Selbstständiger im Sinne von jeder einzelnen selbstständig, aber dennoch irgendwie für meine Eindrücke unglaublich gut koordinierter Protest, der auf den Straßen unterwegs ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das göttliche Fügung oder Führung ist oder ob sich hier der Protest tatsächlich professionalisiert auf die Art und Weise, wie die Polizei, die den hier eindämmen will, die ganze Zeit auch uns von der Gegenseite her aus vormacht. Auf jeden Fall merkt man, es hat keine Einladung gebraucht von Querdenken, es hat keine 120.000 Euro gebraucht, es hat keine 12 Monate Vorarbeit oder 12 Teams gebraucht. Die Leute sind einfach dem Ruf ihres Herzens gefolgt, haben sich in irgendeiner Form hier dynamisch gefunden, was weiß Gott nicht unbedingt einfach war, aber dennoch möglich, und marschieren hier jetzt schon, wie ihr beobachten konnte, seit Stunden größtenteils ungehindert durch Berlin. Ungehindert deshalb, weil selbst wenn Straßensperren errichtet werden von der spärlichen Polizei, die hier wirklich unterdimensioniert zugegen ist, die Menschen einfach einen Weg finden drumherum. Und bis jetzt hat die Polizei keine Möglichkeit gefunden, genau dem Einhalt zu gebieten. Ich habe O-Ton vorhin einen Polizisten gehört, der gesagt hat, er stand am Straßenrand, ohnmächtig in einer Gruppe von vielleicht 4 anderen, umringt von Tausenden von Demonstranten. Da hat er einen Passanten, der sich beschwert hat, gesagt hat, er hat keinen Bock auf den Scheiß. Ja? Hat er gesagt, wir haben keine Möglichkeit, es ist natürlich scheiße, aber wir haben keine Möglichkeit, diese Massen zu kontrollieren. Das ist doch mal genau der richtige Ansatz. Was ich aber schön finde, dass alles friedlich ist. Bis jetzt hast du irgendwas gesehen, also da war nicht super. Überhaupt keine Gewalt. Also an einer Stelle muss ich mich korrigieren, als Karl Hilz brutal festgenommen worden ist gestern bei der Basisveranstaltung, sind ein paar leere Plastikflaschen geflogen. Ja, sonst habe ich keine Gewalt gesehen und das war natürlich auch aufprovozierte Gewalt von der Polizei. Ja, sehe ich auch so. Da muss man aufpassen, die Leute sind immer dieselben. Ja, Eli, genau. Elia. Ja. Super geil für deinen Einwurf, weil du bist ja ein paar Meter weiter gelaufen als wir. Ja, gefahren. Ja, ich weiß, wir sind ja nie motorisiert mit der großen Kiste, deswegen dir gutes Gelingen und gute Zeit. Alles klar, und die Leute sollen abonnieren bei Media Information Center, aber auch wisst ihr, LET, lass ihm auch was da. Das sind die tollen Shirts, das soll sich auch gelohnt haben. Allerdings, vielen Dank. Der Kameramann am Start, der lässt den Mann immer gut aussehen, vielen Dank. Sehr und gerne. Pass auf dich, also wieder nicht befehlen, sondern gute Zeit, gutes Gelingen, eine gute Bilder vor allem. Komm du wieder ein. Jetzt eine ganz, ganz lustige Geschichte, das müsst ihr euch angucken. Und zwar, da kommt ein zweiter Aufzug hinter uns her, der ist relativ weit weg. Es waren so 600, 700 Meter, man kann ihn aus der Entfernung sehen. Und er schaut, was sie einfach machen. Sie sagen einfach, wir gehen jetzt einmal die Runde. Und es ist echt ein lustiges Bild, wie ich finde. Damit man dann nachher wieder zusammenkommt, dreht man einfach mal eine Runde. Die sogenannte Ehrenrunde. Jetzt ist die Polizei auch wieder da. Bin gespannt, was die so wollen. Macht Spaß, heute ist lustig. Hoffentlich hält's Wetter. Wir sind gespannt, ob wir noch nass werden.
Der kleine Kreis, den wir hier gedreht haben, hat hier nur alles nochmal verlängert. Es sind jetzt richtig viele geworden. Jetzt haben sich immer mehr hinten angeschlossen. Der Zug ist jetzt ewig lang. Wir haben jetzt aufgehört, hier stehen zu bleiben, weil es einfach wirklich lang geworden ist. Zweimal umgedreht und haben nochmal geschaut, ob wir das hintere einfangen. Wir haben das Ende noch nicht gesehen. Es geht jetzt anscheinend wieder Richtung Frankfurter Tor. Die Polizei hat da vorne aufgemacht. Und wir sind gespannt, wie lange sie es noch durchhalten. Bis jetzt sind die ganz friedlich geblieben. Die haben die kleinen Straßen zugemacht, damit da keiner irgendwie sich da an den Autos vergreift anscheinend. Hier draußen lassen sie uns laufen und haben bis jetzt noch nicht zugegriffen. Nur was ich gesehen habe. Und ich finde, es gibt ein gutes Bild. Die machen heute bis jetzt noch aus meiner Sicht einen ordentlichen Job. Ich habe auch gehört, Markus Heinz ist schon verhaftet. Jetzt waren wir gerade bei Heiko Schöning. Das ist einfach der Knaller hier, was man hier so sieht. Es geht einfach irgendwo lang und es klappt einfach. Mal schauen, wie lange es gut geht. Ich hoffe, dass es super wird. Ich bin ja selber live, deshalb passt es bei mir auch perfekt, ganz gut. Perfekt, aber jetzt auch für uns bitte, weil wir würden dich auch mal ganz gerne mit drauf haben. Okay, super, dann sage ich mal Hallo hier mitten aus Berlin vom Frankfurter Tor. Ihr seht hier den Aufzug durchlaufen. Ihr seht, Marzali, hier, ne? Ihr seht hier die Medienleute der Zukunft. ARD und ZDF haben für mich schon lange ausgedient. Ihr seid die Medien der Zukunft. Ich begrüße alle, die hier durchlaufen. Ihr seid der Hammer. Die Bilder werden durch die Welt gehen. Schossen! Warum? Super. Ich danke euch für eure tolle Arbeit und macht's gut. Ne? Nee, wir danken dir ganz herzlich. Also das, was ihr auf die Beine gestellt habt, die vielen Monate, das ist das Ergebnis davon. Ja. Sau geil gemacht. Danke dir recht herzlich. Und es ist doch ein gutes Gefühl heute, oder? Ja, wir laufen zum ersten Mal. War gestern schon gut, aber heute wird es noch besser. Ja, heute wird es noch besser. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, ich finde Räuber Gendarm spielen gut, wenn die Räuber intelligent sind und die Gendarmen weniger intelligent. Oh ja. Das finde ich klasse. Oh ja. Also bis jetzt war es ganz lustig, da waren ein paar lustige Gestalten mit dabei, die verzweifeln, glaube ich, eher. Auf den großen Straßen können sie uns jetzt nicht mehr stoppen, so viele Leute haben sie nicht. Das können sie nicht halten, das sind zu viele. Wir sind genau so viele, dass sie es nicht mehr halten können. Das muss jetzt auch dringend mal ran. Genau so muss es sein. Gell? Friede, wunderbar. Freiheit, Demokratie. Okay. Friede, Thorsten Hammer, hau rein, gute und Zeit dir noch. Gute Zeit. Vielen Dank. Ich kann es wieder nicht beschreiben. Sensationelle Bilder. Wir sind jetzt hier gerade auf der Karl-Marx-Allee. Vom bis zum Frankfurter Tor alles voll. Und jetzt sind einfach hier Polizisten hier aufgestellt. Die Leute sind sofort ausgewichen. Das heißt, man geht dem Druck einfach aus dem Weg. Finde ich gut, macht Spaß. Hey Markus, sieht gut aus. Markus auch wieder hier. Und jetzt hier, man sieht einfach, wie viele Leute es sind. Vielleicht kannst du mal ganz kurz hochheben. Vielleicht sieht man was. Ich denke mal, ich bin ein bisschen zu klein. Auf jeden Fall, ich sage euch, der Zug ist 3-4 Kilometer lang. Bis zum Frankfurter Tor, alles voll. Und die Straße ist auch nicht schmal. Also das Ding wird sich jetzt wieder nochmal ein bisschen zusammendrücken. Es wird nochmal ein bisschen enger, kleinere Straßen. Und es macht gerade richtig Spaß. Die Polizei bis jetzt, bis auf das, was sie jetzt hier zumachen, 1A, habe noch nichts gesehen. Die halten sich vornehm zurück. Zumindest glaube ich das. Und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wir laufen jetzt da mal wieder mit. Bis gleich. Ja, Bernd Bayerlein bei mir. Auch wunderschön hier. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Jetzt stehen wir zum Glück nicht ganz im Regen. Ne? Dank des Schirmes. Der tut gut. Wie findest du es gerade? Es war ein Wahnsinnsumzug. Wir haben bestimmt schon jetzt, keine Ahnung, 5, 6, 7 Kilometer gemacht. Wie hat es sich angefühlt? Ja, ich bin noch nicht so lange dabei, weil wir sind die ersten 4 Stunden heute in Berlin erst einmal mit U- und S-Bahn umeinander gefahren und auch viel gelaufen schon, bis wir jetzt hier dazu gestoßen sind. Aber jetzt, ich denke, so die letzte Stunde waren wir dabei und das ist natürlich schon der Hammer. Und der Zug soll ja ziemlich groß sein, was ich so gehört habe. Also wir haben mal hinten angerufen, wir waren hinten am Frankfurter Tor noch nicht durch. Da sind wir vorne, dann Karl-Marx-Allee, dann nochmal rechts abgeschoben worden von der Polizei. Ich schätze mal, der ist 3, 4, 5 Kilometer lang. Also wir sind bestimmt 30 Minuten gelaufen, die Karl-Marx-Allee, Frankfurter Tor, bis wir hier waren. Also es sind ein paar, glaube ich. Genau. Und von der Polizeiarbeit her, ich glaube, so wie es sich für mich jetzt anfühlt, sind sie heute ein bisschen gemäßigt, denke ich. Und es hat zwar schon den einen oder anderen Gewahrsam gegeben, aber so wie ich es das so sehe, wie sie agieren ohne Helm und so, ich denke, wir können uns weiterhin auf eine friedliche Versammlung einstellen. Ja, zum Glück ist es ja keine Versammlung, sondern eine Bewegung ohne Erlaubnis. Man kann das auch als Spontanversammlung bezeichnen. Ich habe mich jetzt hier angeschlossen, weil ich beobachtet habe, dass das ein rein friedliches Fest ist. Und deswegen, glaube ich, kann man da wenig Fehler machen, da mitzuwirken. Ja.
Supergeil. Bernd, herzlichen Dank für deine ganze Arbeit, herzlichen Dank für deinen Mut auch und schön, dass du da bist. Genau das ist das, was wir jetzt brauchen, dass alle wieder mitgehen. Genau. Und das ist so schön, das macht Berlin wieder großartig. Deswegen danke euch da draußen, wisst ihr, ne? Polizisten für Aufklärung, die Jungs können das. Und wir sehen uns immer weiterhin noch auf der Straße, ja? Alle dabei bleiben, das ist echt jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir uns die nächsten Wochen immer wieder hier versammeln oder woanders versammeln, egal in welcher Stadt. Aber wir müssen einfach marschieren und den anderen Leuten eben zeigen, dass wir dass wir ein Ziel haben, dass wir diese Maßnahmen einfach nicht mehr wollen. Ja, wir sagen es dann immer, das ist immer ein Staatsstreich, was hier stattfindet und der muss beendet werden. Und wir wollen alle dazu beitragen. Deswegen gehen wir auf die Straße. Du da draußen tust auch so. Bis dann. Alles klar. Schön. Ja, danke dir. Jawohl. Frieden! Freiheit! 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 Frieden! Hey, wenn das Paul kann, dann könnt ihr das auch. Ganz ehrlich. Fühlt sich gut an, oder Paul? Ja. Das können wir immer wieder machen. Sagt er vorher schon, es ist wie Leipzig. Warst du in Leipzig dann auch richtig gut gelaunt? Ja, klar. Da waren wir auch. Da war ich ja noch mit meinem Freund. Aber das war auch das Coolste, wo wir dann auch noch die Kerzen hatten und so. Das war schön, ja. Wunderbar. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier, weil das hier macht richtig Spaß. Und mit Kindern und Kegel und Hund, absoluter Knaller. Ihr seid der Wahnsinn. Vielen Dank, dass ihr da seid. Großartig. Ja, hallo lieber Ralf. Wir hatten ja schon mal online ein bisschen was zu tun. Jetzt sehen wir uns hier mal tatsächlich in echt in Berlin. Wie geht's dir heute? Ist richtig entspannt heute, oder? Ja, es ist recht entspannt. Es sind ja viele Leute unterwegs, die wir auch damit gerechnet haben. Und wir gehen schön durch Berlin und alles gut, ne? Weil man kann Freiheit und den Wunsch nach Freiheit nicht verbieten. Und es ist ja nicht so, dass uns das Versammlungsrecht gewährt worden ist, sondern das Versammlungsrecht ist ein Grundrecht der Menschen. Und wenn die Regierung meint, es zu verbieten, dann nimmt man es sich einfach. So funktioniert das. Hat ja auch gut funktioniert. Vor allem macht es jetzt auch ein bisschen mehr Spaß. Wir stehen nicht irgendwo rum und müssen da irgendwie uns was anhören, was von oben runterkommt, sondern da ist jetzt jeder selber verantwortlich. Genau, die Selbstverantwortung. Rufen Sie hier auch gerade Friede, Freiheit, Selbstbestimmung. Das Ziel war immer die Selbstbestimmung. Das Ziel war immer, dass die Menschen irgendwann erkennen, ich kann das, ich habe die Macht in mir und ich kann Dinge verändern. Ich kann das selber. Und das passiert jetzt gerade und das ist sehr schön. Das wird sicherlich sich noch weiterentwickeln, aber genau das ist das, was wir immer wollten. Ja, vor allem einfach mal loslösen von diesen ganzen, da macht jemand anders für einen was. Bloß natürlich auch die Verantwortung immer nicht mehr abgeben jetzt, sondern einfach nur sagen, ich fahre nach Berlin, ist mir egal, was die da oben sagen. Vielleicht brauchen wir die dann auch einfach nicht mehr und auch insgesamt keine Genehmigung mehr. Wie siehst du es? Naja, das, was dahinter steckt, die Idee, die auch hinter Querdenken steht, ist ja tatsächlich eine basisdemokratische Bewegung. Menschen, die selbst ermächtigt sind, die selbst über sich, ihr Leben, ihr Körper entscheiden und das natürlich auch in der Gemeinschaft. Also ich denke, das ist genau das, was wir ja auch immer sagen, die sollen auch nicht uns folgen. Niemand soll uns folgen, niemand soll anderen folgen, sondern so wie hier, wir gehen nebeneinander als Freunde. Folge dir selbst, folge deinen Bedürfnissen. Und wenn wir das auch ins Politische übertragen können, dann haben wir, glaube ich, relativ viel gewonnen. Da gehen wir einfach in den Lösungsraum, verlassen den alten Problemraum. Und da denke ich einfach mal, da ist die Gemeinsamkeit von allen. Ne? Weil da kann sich doch jeder anschließen. Da geht es auch gar nicht um eigentlich Inhalte erstmal. Genau, deswegen diskutieren wir hier ja auch nicht, wer ist dabei, wer kommt mit, wer ist das und so weiter. Sondern wir sagen, wir reden mit allen. Wir setzen uns erstmal hin und reden mit allen. Es gibt natürlich Grenzen, Grenzen ist Gewalt. Aber der Diskurs muss immer stattfinden. Und das sieht man ja hier auch, wenn du dir die Leute hier anguckst, das sind so unterschiedlich. Ich glaube, noch keine Bewegung in Deutschland hat so viele unterschiedliche Menschen unter einen Hut gebracht wie diese hier. Ganz links, alle Religionen, ganz rechts, also weit rechts, wo ich sage, die ganz rechten, das braucht es auch gar nicht. Da habe ich keine gesehen, also ich immer noch nicht. Also das kann mir jemand anders erklären. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, gelb, grün, blau, alle Hautfarben, alle Religionen, querbeet. Und ich glaube, die Freiheit gewinnt da immer. Genau, genau. Das ist ja genau das. Also ich glaube, dass das verbindende Element ist, dass jeder erstmal für sich sein möchte und sagen möchte, das Wichtigste ist, dass mich erstmal alle anderen in Ruhe lassen und mich meine Dinge machen lassen, so wie ich sie richtig erachte. Und nicht so sehr, dass was hat der andere oder was können wir mit dem machen, was war. Also, wie soll ich das sagen? Es ist gar nicht so sehr die Gemeinsamkeit, sondern die Gemeinsamkeit ist tatsächlich, dass jeder für sich steht. Und dass man das akzeptiert und dass jeder anders sein kann, dass jeder so sein kann, wie er möchte und dass es in Ordnung ist.
Und dann ist quasi das Recht nur unser Rahmen. Naja, das wird spannend sein, wie sich Recht entwickelt, weil Recht ist ja eigentlich immer eine Fiktion. Ne? Recht ist ja nichts, was vom Himmel fällt oder sonst was, sondern Recht ist ja das, was eine Gruppe von Menschen sich gibt als Rahmen, genau. Aber der ist natürlich auch immer wieder hinterfragbar. Und das finde ich, ist für mich auch so eine Frage, mit der ich mich in den letzten Tagen sehr viel beschäftige. Was passiert eigentlich mit dem Recht? Weil es ist nur eine Setzung, ne? Und es ist eine reine Fiktion und die kann man natürlich aber auch anders machen. Und das ist ja, es wird immer so getan, als ob alles alternativlos ist, und das ist es gar nicht. Ich denke, wir sollten viel mehr in die Diskussion gehen, auch in den Diskurs, und den anderen da lassen, wo er ist. Wir sollten uns das einfach mal anhören. Ich finde, wir hören zu wenig zu und wir gehen da einfach nicht in den Diskurs. Und vor allem, wir werden nicht gehört, wenn wir sagen, das wollen wir nicht. Ne? Genau. Oder wir wollen etwas ganz Spezielles, was wir schon mal hatten, dann gehen wir es einfach weg. Ja. Das ist übrigens genau das. Hey. Das ist übrigens genau das, was die Basis ja umsetzen will. Die Basis basiert ja auch auf diesem systemischen Konsensieren, was der Erich Wieczorek erfunden hat. Gibt es ein tolles Buch, Nicht über unsere Köpfe. Und da geht es genau darum, da geht es nämlich erstmal darum, dass man sagt, was man nicht will. Dass man sagt, bestimmte Dinge, das will ich nicht und damit komme ich nicht zurecht und dadurch in den Diskurs kommt. Und nicht so sehr Mehrheiten für das finden, was man will. Und das ist halt ein spannender Ansatz. Wenn man den umsetzen kann, das wäre für mich ein wunderbarer basisdemokratischer Ansatz. Jetzt müssen wir nur den Weg gehen, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Vorsicht. Schau mal, Cindy, dass unser Kameramann jetzt da nicht stolpert, weil da wird es ein bisschen blöd. Ja, lieber Ralf, ich finde deine Ansätze immer wieder der Wahnsinn. Also das darf ich auch mal so sagen. Das fühlt sich alles ganz gut an. Ja, die schauen jetzt mal, dass die da nicht hinfallen. Ja, wir müssen schon schauen, dass wir einen Meter weiterkommen hier, sonst die Autofahrer wollen da auch mal durch. Vorsicht. So, jetzt sind wir über die Straße drüber. Lieber Ralf, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben ja schon mal den Kontakt gehabt. Ich fand super, was ihr da alles vorhabt, wie ihr da an die Sachen rangeht und auch, dass ihr diese ganzen Dinge, die wir in der Vergangenheit vielleicht einfach auch vermisst haben, da bin ich auch ein Tick bei der Achtsamkeit, dass wir Durchlässigkeit, Machtkonzentration alles kontrollieren. Und dann sagen einfach, okay, da haben wir einen neuen Ansatz. Ich hoffe, dass gar nicht so sehr kontrollieren, sondern wenn kein Mensch mehr seine Macht abgibt, dann gibt es keine Machtkonzentration mehr. Das heißt also, wenn alle Menschen ihre Macht bei sich behalten, die sie hier haben, gibt es keine Machtkonzentration an anderer Stelle mehr und dann funktioniert das Ganze auch. Das hört sich gut an, ja. Ne? Ja. Okay, jetzt kommen hier. Lieber Ralf, jetzt schauen wir auch, dass wir einen Meter weggehen und deswegen. Ja, ich glaube auch, die sind voll auf unserer Seite, weil die laufen neben uns. Ja. Also das ist schon mal was Neues. Okay. Vor allem, die sind echt gut, die USK, die können was. Die räumen richtig schnell weg und die greifen auch schnell zu. Also die sind ein bisschen... Schauen wir lieber, dass wir davor bleiben. Genau, alles klar. Danke dir nochmal.